Guten Morgen. Ist der Lilly schon auf? Draußen irgendwo, ja. Alles gut bei dir? Ja, ja. Ich hab grad eine Tour reingekriegt für heute Nachmittag. Ein Paar auf Hochzeitsreise, die wollen rauf zum Jammerjoch. Also ein Ehepaar am Jammerjoch, das klingt wie ein schlechter Heimatfilm. Und Peter, läuft's gut? Das hätte ich schon vor Jahren machen sollen. Cool. Hans, red bitte mit der Mama nochmal. Ich meine, jetzt war ihr müsst das irgendwie hinkriegen. Sie will aber nicht reden. Aber die wird sich schon dran gewöhnen. Und dann kommt sie auch wieder zurück. Bis heute Abend. Ach so, der Gregor Büchner, der kommt jetzt gleich noch vorbei. Wegen den Ersatzteilen für seinen Traktor. Ihr habt die Kisten rausgestellt. Gibst du das ihm? Ja, klar. Servus. Viel Spaß. Danke. Lilly! Es wird Zeit! Lilly? Da bist du. Komm, wir müssen los. Schon irgendwie komisch. Ich hätte nie gedacht, dass sie die Viecher mal vermissen wird. Nur Papa ist es egal. Nein, ist es ihm nicht. So, und jetzt komm, die Patienten warten. Hat die Anne sich schon gemeldet, wann sie heute kommt? Nee. Sie hat gestern nur geschrieben, dass sie heute irgendwann kommt. Und du hast keine Lust, sie zu sehen? Ganz ehrlich? Nee. Also ich werde sie danach treffen, nachdem sie einen Termin bei der Versicherung hatte. Also bei Frau Jäger? Ja. Okay. Dann ist kein Wunder, dass du beim Termin nicht dabei sein willst. Ich meine, wäre auch ziemlich blöd, mit der Anne vor der Frau Jäger zu sitzen. Aber ich habe Rike kennengelernt. Und was sich daraus ergibt, das wird man alles sehen. Du nennst sie also Rike? Steigst du ein. Servus, Martin. Gregor. Hi. Ja. Ich glaube, das ist der Krempel, den der Hans hergerichtet hat. Super, klasse. Als ich gehört habe, dass der Hans den Betrieb aufgibt, ja, ich könnte das nicht. Ja, ist eine Entscheidung. Das macht das Ganze hier für uns nicht unbedingt einfacher. Aber mal sehen, was daraus wird. Nicht schon. Du, ich habe noch was für ihn. Hier. Sag's ihm noch mal Danke, hä? Ja. Wow. Sag ich. Du kommst klar. Alles klar. Danke. Morgen, Johanna. Hallo. Na? Na? Gut geschlafen? Wie immer wie ein Stein. Es war wirklich die beste Idee, mich bei Ihnen, also bei dir einzuquartieren. Jetzt geht's wieder malen. Mhm. Und wo geht's hin? Der Tipp mit dem Bergsee, den du mir gestern gegeben hast. Da. Da habe ich Motive für Wochen. Ich kann auch noch ein bisschen bleiben, oder? Ja, klar. Wenn du irgendwann bezahlst. Mir so leid. Sobald die neuen Karten von der Bank da sind, fahre ich zum Automaten und du bekommst dein Geld. Das musst du mir wirklich glauben. Na klar, glaube ich dir das. Na dann, ich fahre mal. Solltest du dir wieder ein Handy zulegen? Nein. Doch. So allein in den Bergen ist sicherer. Ich bin so froh, dass das Ding in der Handtasche war, als sie geklaut wurde. Was ich jetzt wirklich brauche, ist Ruhe. Alles okay? Ja. Komm. Warte die Tür.
Praxis Dr. Gruber? Martin, es ist dringend. Ja, es ist immer dringend. Gruber? Gregor. Ja, okay. Gut, ich bin gleich bei dir. Danke. So, ich muss noch mal los. Der Blutdruck ist im Keller. Aber mir geht's wirklich schon viel besser. Darf ich mal kurz? Okay, Sie haben wahrscheinlich leicht erhöhte Temperatur. Hatten Sie in letzter Zeit eine Erkältung oder einen Infekt, den Sie nicht auskuriert haben? Nein, eigentlich ging's mir selten so gut wie in letzter Zeit. Frau Hofer, ich meine, Sie sind da jetzt vorher aufgrund eines Schwindels in diesen Holzstapler reingefahren. Ich würde Sie gerne mitnehmen in die Praxis. Nochmal ordentlich untersuchen, EKG machen, Blut abnehmen. Und hier war vielleicht was so eine Kreislaufschwäche aufgrund eines Infekts. Aber ich würde dir gerne auf Nummer sicher gehen. Okay. Und Sie meinen? Ja, meine ich. So, da haben wir nur die Familie Müller. Danke. Das sind Sie, das ist die Nummer 10. Familie Renkhoff. Dankeschön. Die Zimmer sind oben rechts, gell? Gleich da oben. Schönen Aufenthalt. Danke. Ah, Lisbeth, ausgebucht bis unter das Dach. Aber ich weiß nicht, wie ich das ohne dich schaffen würde. Dafür bin ich doch hier, oder? Ach, und ich dachte, du bist hier, um Hans einen Denkzettel zu verpassen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ach, Lisbeth, das ist doch so kein Zustand zwischen euch. Wenn er hier ist, um Sophia zu besuchen, behandelst du ihn, als wäre er Luft. Und ich weiß, dass er sich mit dir aussprechen will. Wenn er den Betrieb nicht aufgegeben hätte, dann gäbe es auch nichts zum Aussprechen. So, hier. Danke, Lilly. Bitte. Das ist doch jetzt kein schlechtes Zeichen, oder, dass es so lange dauert? Na, der Martin ist halt gründlich. Gut, das EKG ist soweit unauffällig, ne? Habe ich bestanden, ja? Ja, wenn Sie es so wollen. Von der Herzerkrankung können wir jetzt erstmal nicht ausgehen. Die Frage ist, hatten Sie in letzter Zeit Stress? Sowas kann natürlich auch Ursache für eine körperliche Schwächung sein. Ich habe halt gerade eine Trennung hinter mir. Aber das ist eher eine Erleichterung. Okay. Und Sie wohnen am Büchnerhof? Machen Sie da Urlaub oder was? Ich habe halt mein Zuhause verloren, als ich bei meinem Ex ausgezogen bin. So, mal festdrücken. Und Sie haben gesagt, Sie malen. Hm? Machen Sie das beruflich? Bisher war es eher mein Hobby. Aber jetzt werde ich wohl mein Geld damit verdienen müssen. Das klingt ja spannend. Irgendwie könnte ich nicht in die Praxis was hängen? Das wäre so eine tolle Werbung. Ja, ich schaue mir die Bilder gerne mal an. Okay, und nochmal drücken. Gut, Frau Hofer, dann erstmal viel trinken, ja, und viel Ruhe. Sobald ich die Ergebnisse dann habe, dann melde ich mich diesbezüglich bei Ihnen. Ja? Entschuldigung. Könnte ich mal kurz Ihre Versicherungskarte haben, bitte? Mir wurde vor kurzem meine Handtasche gestohlen. Mit meinem Geldbeutel drin und der Versicherungskasse. Ich habe im Moment keine. Ach, Sie Arme. Aber fürs Erste tut sicher auch Geburtsdatum und Name der Versicherung. 10. Juli 1975. 10. Juli 75. Und die Versicherung? Ich bin privat versichert. Bei der PKV. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. Mhm. Nein, lieber nicht. Danke, ne? Du schaust auf sie, ja? Klar. Natürlich, aber ich dachte, es wäre nichts Schlimmes. Aber mal abwarten. Ich melde mich. Alles klar. Was ist gerade? Was denn?
War das ein Aussetzer, das mit der Versicherung? Ja. Schien so ein bisschen, ne? Ich hatte auch das Gefühl, sie denkt sich das gerade aus. Ich ruf dann mal bei der PKV und dann lass das überprüfen, ja? Tun Sie das und schicken Sie das Blut ins Labor express, bitte, ja? Danke. Das ist eine Überraschung. Martin, hi. Das sieht gut aus. Dir geht's gut, ne? Gut ist gar kein Ausdruck. Die Tabletten wirken, ich fühle mich wie neu geboren. Schön. Und am Wochenende kommt Lukas zu mir. Ach komm. Ja, es ist wirklich toll, dass wir wieder miteinander reden. Er hat mir übrigens erzählt, dass er kurz davor war, sich umzubringen. Und er hat mir auch gesagt, dass du es warst, der ihn davon abgehalten hat. Ja, ich... Danke, Martin. Gerne. Die Zentrale hat vorhin angerufen. Sie schicken morgen Vormittag jemanden, der Anne noch mal zu dem Brand befragen will. Sie ist doch auf dem Weg hierher, oder? Ja, ist sie. Gut. Dann hoffen wir mal, dass es sich nur um eine Routineüberprüfung handelt. Die haben dir gar nichts gesagt, oder was? Nein. Und sie geben mir auch eindeutig das Gefühl, dass sie mir nichts sagen wollen. Okay. Dann, ja, dann muss man einfach mal abwarten, oder? Wenn Lukas morgen zu mir kommt, dann vielleicht hättest du ja heute Abend Zeit. Ihr könnt was für uns kochen. Heute Abend um 8? Um 8 bei mir. Vertragen sich die Tabletten eigentlich mit Wein? So, alles einsteigen, bitte. Hans, hast du kurz Zeit? Ja, klar. Die Tour zum Kronerspitz? Genau, ja. Du, ich habe mit meinem Steuerberater einen Ordner zusammenstellen lassen. Einfach, dass du über die Finanzen Bescheid weißt. Alles, was man als Teilhaber wissen muss. Und ich habe gedacht, ihr werdet diesem Zahlenkram endlich entkommen. Du, keine Angst, ich kümmere mich ums Büro. Ich stelle den Ordner auf den Schreibtisch, okay? Alles klar. Du, wie war es denn bei der Jette? Unverändert. Aber dem Baby geht's gut. Die wacht schon wieder auf. Bis später, hm? Ja, bis später. Seid ihr alle drin? Ja. Gut, dann festhalten, es geht los. Tja, ist doch wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ja, danke, Dr. Kammweiler. Wiedersehen. Dr. Kammweiler für dich. Ja. Alexander, was gibt's? Martin, mein einziger Freund. Wir scheinen mit deiner Patientin Johanna Hofer ein umfangreiches Problem zu haben. Ich höre. Pass auf. Ihre Immunantwort ist deutlich aktiviert. Leukozyten stark erhöht, CRP ebenfalls. Erythrozyten sind wiederum so niedrig, dass wir von einer fortschreitenden Hämolyse ausgehen müssen. Fuck. Ja, was Bakterielles können wir ausschließen, habe ich im Schnelltest checken lassen. Verstehe. Das heißt, wir sprechen von einer schweren, unspezifischen Autoimmunkrankheit, richtig? Eindeutig. Sie hat einen harmlosen viralen Infekt, gegen den sie sich nicht wehren kann. Martin, wenn diese Hämolyse weiter fortschreitet, dann sage ich nur Gute Nacht um 8. Organversagen und Exitus. Ja, schon klar. Hast du ein weiteres Differentialblutbild angefordert? CA, Rheumafaktor, Antigene und ACPA. Alles. Martin, ich habe auch mit Vera gesprochen. Jetzt pass auf. Sie hat gesagt, dass sie neulich im Labor dieselben Werte vor sich liegen hatte. Ich habe mir dann gleich die Akte geschnappt. Und jetzt hör zu. Die gute Dame ist eine Patientin namens Dr. Kerstin Rensing. Juristin, keine Ärztin, war zum Routine-Check-up hier vor 4 Wochen. Und die hatte dieselben Werte? Alles gleich, eine unspezifische Autoimmunreaktion. Nur, dass Frau Rensing keine Beschwerden hatte, im Gegensatz zu Frau Hofer. Ja gut, ich meine, okay, aber gibt's eine abschließende Diagnose? Nicht wirklich. Nur, dass sie über ihren Arzt Blut zu uns hätte schicken sollen. Und das wöchentlich. Hat sie aber nicht getan, warum auch immer. Hm. Haben wir den Namen des Arztes? Haben wir nicht, aber ich habe die Adresse, eine halbe Stunde von hier. Okay, gut, danke dir. Schick mir eine SMS, ja? Danke, Alexander.
Ja, bitte. Dr. Rensing nehme ich an. Ja. Guten Tag, mein Name ist Gruber, Dr. Gruber. Ich bin Arzt. Ich arbeite mit dem hiesigen Klinikum zusammen. Ich würde gerne Ihre Frau sprechen. Was ist mit meiner Frau? Ist ihr was passiert? Ich arbeite an einem speziellen Fall und würde gerne diesbezüglich Ihre Frau persönlich sprechen. Ist sie da? Nein, ist sie nicht. Meine Frau hat unlängst eine Tasche gepackt und ist verschwunden. Aha. Verstehe. Gut, wenn Sie Ihre Frau widersprechen, dann wäre es sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie ihr meine Visitenkarte geben würden, dass sie sich bei mir meldet, ja? Herr Dr. Gruber, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Meine Frau ist weg und hat sich bei mir auch nicht mehr gemeldet. Sie hat ihr Handy liegen lassen, ihre Handtasche hat sie liegen lassen. Einfach alles. Entschuldigen Sie bitte, es tut mir leid. Dr. Gruber? Ja? Die Polizei hat das alles abgetan, sagt, es passt zu einem normalen Trennungsszenario. Ich glaube das aber nicht. Deshalb habe ich die gemacht und wollte sie ab morgen verteilen, falls Sie sie doch noch sehen. Danke. Frau Bornholm, ich bin's. Dr. Gruber. Ich nehme an, Sie haben bei der PKV angerufen und dort ist keine Johanna Hofer registriert, richtig? Ja, wollte ich Ihnen sagen, wenn Sie wieder hier sind. Die Frau Hofer ist definitiv nicht bei der PKV versichert. Danke. Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken. Bleib doch noch ein bisschen. Ein Tee? Oh, gerne. Danke. Wie geht's dir denn? Ein bisschen matt, aber gut. Ich habe bei der Werkstatt angerufen. Also den Wagen kriegen sie wieder hin, aber kostet eine Stange Geld. Mein Ex bringt mich um. Ist der Wagen von deinem Ex? Hab mich schon gewundert, er passt überhaupt nicht zu dir. Sag mal, also ich hab dich ja überhaupt nichts gefragt, so zu deiner Vergangenheit. Wenn du mir was erzählen willst, ich hör zu. Ja, mir geht's gut. Also, bis auf diesen komischen Infekt, den ich mir dazu gezogen habe, ist alles okay. Komm doch raus. Draußen ist schön. Ja. Servus, Martin. Herr Gregor. Was gibt's? Ich muss kurz mit Frau Hofer sprechen. Da vorne. Ja. Alles gut. Guten Tag, Frau Hofer. Hallo, Dr. Gruber. Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben schlechte Nachrichten. Ich sag mal so, gute Nachrichten sehen ein bisschen anders aus. Wir haben leider festgestellt, dass Sie an einer sehr seltenen Autoimmunerkrankung leiden. Das heißt, Ihr Immunsystem kann sich im Moment offensichtlich gegen einen viralen Infekt nicht zur Wehr setzen, was bei Ihnen leider zu einer sogenannten Hämolyse geführt hat. Das ist die schleichende Auflösung der roten Blutkörperchen. Das klingt schrecklich. Deswegen habe ich Ihnen ein Medikament mitgebracht. Immunozol, das stabilisiert das Immunsystem und regt die Produktion der roten Blutkörperchen an. Wir hoffen, dass wir dadurch ein bisschen Zeit gewinnen, bis wir die finale Diagnose haben. Sie sollten jetzt gleich 2 Stück davon nehmen
Und dann alle 6 Stunden noch eine weitere. Auch nachts, wenn nötig, sollten Sie sich den Wecker stellen. Das ist sehr wichtig, ja? Da kann man aber nicht dran sterben, oder? Im schlimmsten Fall kann es innerhalb weniger Tage zum kompletten Organversagen kommen. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass das Labor sehr zeitnah einen Befund liefert, auf dem aufbauend wir dann eine Therapie einleiten können. Ich habe Ihnen allerdings in der Praxis ja schon gesagt, dass ich denke, dass Stress Ihren Körper sehr belasten kann, ja? Ja, und ich hatte Ihnen gesagt, dass es mir selten so gut ging. Warum spielen Sie Krieger dieses Theater vor? Wie meinen Sie das? Frau Rensing. Ich war bei Ihrem Mann, Dr. Jakob Rensing. Ich bin überhaupt nicht verheiratet. Und wieso Rensing? Denn ich weiß, dass Sie vor ein paar Tagen Ihren Mann, Dr. Jakob Rensing, verlassen haben. Ich weiß, dass man vor ungefähr 4 Wochen bereits Ihre auffälligen Blutwerte attestiert hat. Was Sie privat machen, Frau Rensing, das gibt mir nichts an. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin lediglich Ihr Arzt. Ich möchte Ihnen nur helfen. Also bitte sind Sie zu mir ehrlich. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen, Dr. Gruber. Mein Name ist Johanna Hofer. Wirklich. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Wann wurden Sie geboren? 10.07.1975. Soll das ein Test sein? Und wo? In Salzburg. Also wenn irgendwas mein Immunsystem stresst, dann Ihre Fragen. Das ist nicht meine Absicht. Es tut mir leid. Dann handelt es sich wohl um ein Missverständnis. Ja. Ich würde Sie bitten, die Tabletten regelmäßig zu nehmen. Sobald ich was aus dem Labor erfahren habe, dann melde ich mich bei Ihnen, ja? Ja. Danke. Es wird ein schönes Bild. Danke. Und? Alles in Ordnung? Soweit, ja. Ich muss los. Geht's dir gut? Das war gerade eine ganz komische Nummer. Der Dr. Gruber dachte, er hat behauptet, ich wäre eigentlich jemand anders. Es hat sich dann natürlich als Missverständnis rausgestellt. Das war seltsam. Vielleicht habe ich irgendeine verschollene Zwillingsschwester oder so. Ich würde dich niemals anlügen, Gregor. Ich weiß. Kannst du mir einen Gefallen tun? Also, es ist Folgendes. Dieses Auto ist zugelassen auf einer Leasinggesellschaft in Salzburg und eingetragen ist eine Rechtsanwältin mit dem Namen Kerstin Rensing. Wow. Dann ist unsere Frau Hofer eine ziemlich gute Schauspielerin. Mhm. Wobei sie eigentlich gar keinen Grund hat zur Schauspielerin. Ich meine, sie ist Anwältin, sie weiß, dass ich an meine Schweigepflicht gebunden bin. Sie weiß, dass sie ernsthaft krank ist. Dass wir im Prinzip die Wahrheit sagen können, in ihrem eigenen Interesse. Eine psychische Störung, eine schwere Depression vielleicht. Ja, nein, Oma, nein.
Dafür ist ihr Verhalten zu klar. Ich hatte eher auf eine organisch bedingte Psychose getippt. Aber? Aber ich bin mit Carlo die ganzen Werte durchgegangen, da deutet nichts darauf hin. Von Drogen würde ich jetzt auch erstmal Abstand nehmen. Das heißt, es bliebe eigentlich nur die MPS. Eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ja. Das heißt, Johanna Hofer ist Kerstin Rinsing. Das Irre ist, beide Persönlichkeiten wissen nichts voneinander. Schweigepflicht hin oder her, du wirst ihren Ehemann informieren müssen. Ja, das würde ich wohl tun müssen. Also, bis dann. Grüß dich. Servus. Hallo. Du, wo sind die Kleine? Die schläft hier von fest. Ich geh kurz rauf zu ihr. Ich hab eh bloß 5 Minuten. Mach das. Sag mal, dürft ihr die vielleicht um einen Gefallen bitten? Mit deiner Mutter reden? Hab ich schon versucht. Keine Chance. Na. Der Peter, der hat mir einen Aktenordner an Riesing in die Hand gedrückt. Vom Steuerberater. Weißt du, wegen dem Angebot, bei ihm als Teilhaber einzusteigen. Mhm. Ich verstehe das meiste ja selber, aber würdest du da mal einen Blick drauf werfen? Klar, gerne. Bring ihn einfach vorbei. Hm? Danke. Hallo, bitteschön. Ja, Mensch, du schläfst ja gar nicht. Hast du gewusst, dass der Papa kommt, ha? Hast ganz mucksmäuschen still auf ihn gewartet. Ui. Ja klar, schau mal, der kommt zu dir. Schau mal da. Komm her. Hier. Ja, und weißt du was? Jetzt wird dein Papa sogar richtiger Unternehmer. Ja, mit eigener Firma. Ui. Ganz vielen Touren auf die Berge. Und weißt mit was noch? Ui. Mit einem ganz normalen Feierabend. Weißt, wie schön das wird? Sie wollen mir jetzt tatsächlich erklären, dass meine Frau denkt, sie wäre jemand anders? Ja, Herr Rensing, Ihre Frau denkt nicht nur, sie ist jemand anders, sie ist jemand anders. Sie hat eine völlig eigenständige neue Persönlichkeit entwickelt. Johanna Hofer. Und was diese Persönlichkeit fühlt, handelt und denkt sie. Faszinierenderweise gibt es zwischen diesen beiden Persönlichkeiten Überschneidungen. Zum Beispiel Frau Hofer lebt in der Erinnerung an eine Trennung und an einen Ex-Freund. Und dieser Ex-Freund, der bin ich. Das ist nicht ganz abzuschätzen. Sie baut das sehr diffus in ihre neue Persönlichkeit ein. Zum Beispiel denkt sie, Johanna Hofer, dass sie aus Salzburg kommt, aufgrund des Nummernschildes an ihrem Auto. Da leasen wir unsere Autos. Beispiel Handtasche. Ihre Handtasche ist hier. Frau Hofer denkt aber, ihre Handtasche hat man ihr gestohlen. Ist denn sowas möglich? In der Regel gehen solche multiple Persönlichkeitsstörungen auf ein schweres Trauma zurück. Die Seele kommt bei diesem Trauma nicht zurecht. Sie schaltet quasi ab und findet sich wieder neu. Und diese neue Persönlichkeit lebt dann ohne Schmerz an dieses Trauma. Können Sie sich vorstellen, um welches Trauma es sich handelt? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er hat meinen Sohn. Richard. Wir haben ihn immer nur Ricky genannt. Er ist tot. Es war ein Unfall. Vor einem Jahr. Später wäre er 10 Jahre alt geworden. Ich wollte das mit einer Therapie anfangen, aber Kerstin sagte, dass sie nie wieder darüber sprechen will. Ich habe meinen Sohn verloren, dann habe ich auch noch meine Frau verloren. Sie hat alle Emotionen einfach ausgeblendet.
Ja, und irgendwann dann auch mich. Herr Rensing, Ihre Frau hat Ihre Emotionen nicht ausgeblendet. Die Emotionen haben in ihr drin einfach weitergetuckt und Sie haben es nicht mitbekommen. Was kann man denn da jetzt machen? Wir würden mit Hilfe eines Psychiaters Ihre Frau zu ihrem wahren Ich zurückführen. Das nennt man in der Fachsprache Integration. Und das würde im Rahmen einer Traumatherapie stattfinden. Und wir hoffen uns dann auch, dass sie anschließend den Tod ihres Sohnes verarbeiten kann. Gut, dann müssen wir uns so schnell wie möglich um einen Psychiater kümmern. So einfach, vor allem so schnell geht es nicht, Herr Rensing. Das Problem ist, dass Ihre Frau, sprich jetzt in dem Fall Johanna Hofer, an einer sehr seltenen Autoimmunerkrankung leidet. Wir arbeiten daran, herauszufinden, welche das ist und wie wir weiter vorgehen. Aber es ist... Herr Rensing, ich kümmere mich darum. Ihre Frau geht es gut, sie vertraut mir. Wir dürfen aber Frau Hofer jetzt nicht mit der Wahrheit konfrontieren. Dieser zusätzliche emotionale Stress würde sie zu sehr belasten. Also dann doch keine Psychiater? Herr Rensing, egal wer Ihre Frau im Moment gerade ist, welche von den beiden Persönlichkeiten, Ihr Körper ist krank und ich bin zu alles dafür verantwortlich, dass sie organisch gesundet. Und sobald das geschehen ist, kommen wir zum Psychiater. Sie sagten, sie lebt in einer Pension, ja? Ja, das ist ein Bauernhof. Kümmert sich da jemand um Sie? Ja, da ist jemand. Es kann überhaupt nicht sein, dass wir noch keine Diagnose vom Immunologen haben. Ihr habt doch gestern im Labor alles durchgetestet. Nicht ganz. Die Kollegen gehen jetzt noch an die Immunglobuline und an einige Verdachtsgene ran. Vielleicht gibt das ja Aufschluss. Martin, das wäre nicht der erste Fall, dass wir bei einer Immunstörung am Ende ohne Diagnose dastehen. Naja, und dann? Was ist denn am Ende, Alexander? Dann stirbt sie, oder was? Sollen wir mal abwarten. Aber die Frage ist, warum wird sie jetzt krank? Das weiß ich, Zufall. Glaube ich nicht. Herr Rensing, also Ihr Mann hat doch gesagt, dass du bei jährlichen Check-ups immer super dagestanden, dass alles in Ordnung war. Das heißt, sie müsste nach dem Tod ihres Sohnes diese Immunstörung entwickelt haben. Mhm. Durch den seelischen Stress wäre das durchaus möglich. Na und? Alexander, wie und was? Die Frage ist, warum war sie monatelang beschwerdefrei, wenn sie, wie wir jetzt wissen, vom kleinsten harmlosen Infekt aus der Bahn geworfen wird? Du meinst also, dass Frau Rensing die Veranlagung zu einer Immunschwäche hatte und bei Frau Hofer ist sie dann ausgebrochen? Exakt. Es gibt Studien, die belegen, dass multiple Persönlichkeiten ihr Blutbild verschieben, wenn sie die Persönlichkeit wechseln. Das heißt, wir müssten quasi nur die Blutbilder miteinander vergleichen. Genau, und dann hätten wir zumindest eine kleine Chance, dieses fehlende Puzzleteil zu finden, welches die Immunschwäche final zum Ausbruch gebracht hat. Da haben wir nur ein kleines Problem, Alexander. Wir haben nur das Blut von Frau Hofer, nicht von Frau Rensing. Und ein plötzlicher Wechsel der Persönlichkeit würde für Frau Hofer wiederum eine extreme Belastung darstellen. Ganz schöne Zwickmühle, Herr Dr. Gruber. Ja. Was machen wir? Wir warten ab, wie sie morgen früh geht. Dann sprechen wir mit dem Psychiater und dann entscheiden wir, wie es weitergeht, okay? Ja, ich müsste dann jetzt auch los. Toi, toi, toi. Ich drück dir die Daumen. Dr. Gruber. Dr. Fendrich? Ah. Das Babythema. Ja, jetzt wo bewiesen ist, dass meine Truppen einsatzbereit sind, du weißt, was ich meine, lässt sie sich auch checken, heute und morgen. Wünsche, toi, toi, toi. Und bei dir, Anne? Ist sie schon da? Noch nicht. Sie trudelt gerade ein. Lass bloß die Finger von ihr. Alexander, ich bitte dich. Sie kommt her, sie hat ein Gespräch mit der Versicherung. Wir unterhalten uns kurz und dann fährt sie wieder. Wenn du das sagst. Solltest du den Gregor Büchner nicht trotzdem ein bisschen mehr einweihen? Ich meine, wenn er sich wirklich in eine Frau verliebt hat, die es ja gar nicht gibt. Ja, gut, aber dann würde er überhaupt nicht mehr wissen, wie er mit ihr umgehen soll. Verstehst du, sie wird nervös, dann stellt sie Fragen und wir haben die Situation überhaupt nicht mehr im Griff. Wird hart für den Gregor, wenn er es erfährt. Seine Frau hat ihn vor 2 Jahren verlassen. Ja, ich weiß, die Sabine. Ich rufe schon mal den Carlo an, dass er die grobe Standardpizza in den Ofen hauen soll. Sag dir. Okay. Mäuschen, da muss ich dich enttäuschen, aus der Gruber Standardpizza mit Double Chili Extra Cheese wird nichts und aus dem Chinesen auch nicht. Du triffst sie? Ich treff sie. Darf ich da einen Tipp geben? Ja, ich brenne darauf. Pass bloß auf, dass die Anne nichts mitbekommt.
Wieso? Wir sind ja gar nicht mehr zusammen. Lilly, Management ist alles. Die Anne ist im Wilden Kaiser und ich bin Frederike. Und wenn sie zu uns raufkommt? Dann sagst du, dass ich im Krankenhaus bin und rufst mich an. Ach so. Du traust dir was? Jep. Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Hab nur eine kleine Pause braucht. Lisbeth, wie wär's denn, wenn du einfach mal versuchst, dich von Hans zu freuen? Siehst du, dass es mir gut geht? Hans denkt auch, dass es mir gut geht. Aber hätte sich wenigstens mit mir an den Tisch setzen können und sagen können, Mama, wir finden gemeinsam eine Lösung für den Hof. Aber er hat mich nicht damit gefragt zu hören. Er hat mich einfach so aufs alte Teil abgeschoben. Naja, noch sind die Verträge ja nicht unterschrieben. Und was soll ihn davon abhalten? Anne, Lisbeth, schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Hallo Anne, hallo. Grüß dich. Fesch schaust du aus? Ja, fesch, aber arm wie eine Kirchenmaus. Ja, ich hab schon gehört. Die Versicherung hat immer noch nicht gezahlt, oder? Ich muss morgen mit dieser Frau Jäger mal ein ernstes Wort reden. Aber es ist echt lieb von euch, dass ich wenigstens eine Nacht da bleiben darf. Oh, verdammt. Ja, da gibt's leider ein kleines Problem. Wir haben heute Nachmittag spontan eine Reisegruppe reingekriegt und wir haben sie alle untergebracht, aber... Wir haben das Zimmer von Anne vergessen. Ja. Oh, es tut mir total leid. Lisbeth, kannst du dir nicht einen Ruck geben und heute Abend wieder auf den Hof gehen? Dann kann Anne dein Zimmer hier haben. Nein. Ich bin nicht. Aber du kannst gerne oben auf dem Hof mein Zimmer haben, wenn du das möchtest. Hm? Ja, also bevor ich im Auto schlafe. Komm, ich mach dir erstmal was zu essen. Hm? Magst du ein Bier? Rieke? Schön, dass du da bist. Guten Abend. Zu viel? Ja. Dummerweise habe ich es mit dem Kochen nicht mehr geschafft. Das ist schade. Vielleicht einfach ein bisschen zu technisch. Aha. Vielleicht auch ein bisschen zu kurz. Mal probieren. Mhm.
Lilly? Und hast du jetzt komplett den Betrieb aufgegeben? Die war schon längst überfällig, die Entscheidung. Und die Zahlen waren doch gut, oder? Die Perspektive fehlt total. Die Lilly will den Hof nicht übernehmen. Die Mama wird eben nicht jünger. Hm? Geht's? Naja. Ihr habt den Martin jetzt erreicht. Der hängt nur in der Klinik fest. Wir sollen nicht auf ihn warten. Na, ich bin eh müde. Besser, ich bin ausgeschlafen, wenn mich morgen die Versicherung grillt. Du hast den Betrieb aufgegeben. Du arbeitest in der Praxis und Lisbeth wohnt bei Susanne. Also sobald ich weg bin, krempelt ihr euer ganzes Leben um. Fehlt nur noch, dass Martin eine neue Freundin hat. Hey. Hi. Du hast gestern schon geschlafen und bei mir wird es ein bisschen später. Ja. Möchtest du Kaffee? Ich habe welche mitgebracht. Der ist echt gut. Nee, danke, ich muss gleich los. Kommst du danach in die Praxis? Ja, ich nehme das Rad. Okay. Aber du kommst schon um 11 zu Frau Jäger, oder? Ich habe gedacht, meine Anwesenheit wäre nicht vonnöten. Nein, also vonnöten nicht, aber es würde mir irgendwie gut tun. Als Unterstützung. Ich schau mal. Also ja, ich denke, ich werde da sein. Tschüss. Ciao. Gregor, guten Morgen. Na, wie geht's der Frau Hofer? Das Fieber ist komplett weg. Und sie hat wieder richtig Hunger. Ja, deine Tabletten haben Wunder gewirkt. Das ist doch super. Dazu, ich brauche nur ein aktuelles Blutbild. Wir sind hier. Komm einfach vorbei. Hm? Dann haben wir einen Vorschlag. Bin schon unterwegs. Danke dir. Deine Ex muss vollkommen wahnsinnig gewesen sein, dich zu verlassen. Ja. Zum Glück. Herr Rensing. Ja, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie mir gesagt haben, aber ich will meine Frau sehen. Ich muss doch wenigstens wissen dürfen, dass es ihr gut geht. Herr Rensing, Ihre Frau geht es besser. Dass sie lebt. Verstehen Sie das verdammt nochmal? Herr Rensing, Punkt 1, Ihre Frau geht es besser. Punkt 2, wenn diese Verbesserung anhält, dann können wir gemeinsam mit einem Psychiater die Traumatherapie und die Integration starten. Und dann können Sie mit Ihrer Frau sprechen. Ich müsste noch nicht mal mit ihr sprechen. Verstehen Sie mich? Ich will sie einfach nur sehen. Herr Rensing, das Risiko wird zu groß. Das ganze Gefüge wird außer Kontrolle geraten. Das Ding fliegt uns um die Ohren. Ich fahre jetzt noch mal zu Ihrer Frau und nehme ihr Blut ab. Und ich rufe Sie dann an. Okay? Ich muss Ihnen noch was sagen, Herr Rensing. Ihre Frau führt jetzt ein anderes Leben als Frau Hofer. Und offenbar gehört zu diesem anderen Leben ein anderer Mann. Ich bin Ihr Mann! Nein, Sie sind Herr Rensing. Und Ihre Frau ist jetzt Frau Hofer. Verstehen Sie? Ich will endlich meine Frau wiederhaben. Tag zusammen. Hallo. Na, Frau Hofer? Wie geht's? Gut. Schön.
Ich würde Ihnen gerne ein bisschen Blut abnehmen. Wir sollten überprüfen, ob die roten Blutkörperchen wieder in Gang gekommen sind. Okay. Dann gehen wir rein, oder? Das ist eine gute Idee, ja. Verrückt? Das lasse ich doch nicht zu. Was soll denn das? Ja, Renzi, bitte. Steigen Sie wieder ein, bitte. Wenn Sie jetzt hier ausrasten, es macht es nicht besser. Im Gegenteil, es wird nur noch schlimmer. Bitte steigen Sie ein. Da vorne ist eine Abzweigung. Da komme ich hin, dann können wir miteinander reden. Ich bitte Sie. Ist das ein Freund von Ihnen? Das ist ein Patient von mir. Der ist im Moment sehr labil. Okay, wollen wir reingehen? Mhm. Wozu brauchen Sie eigentlich eine Diagnose, wenn es mir doch besser geht? Gute Frage. Ihnen geht's besser, weil das Medikament noch wirkt. Ja, dann nehme ich es halt weiter. Das ist nicht gut, weil der Wirkstoff von Immunozol nur für eine temporäre Einnahme zugelassen ist. Verstehen Sie? Ist es möglich, dass meine Blutkörperchen sich nicht rechtzeitig erholen? Halten Sie mal kurz. Jetzt warten wir erstmal ab, was das Labor sagt. Und wenn die Hämolyse abgeklungen ist, sind wir auf einem guten Weg. Festdrücken hier bitte. Der Mann vorhin, den kannte ich irgendwoher. Können Sie sich erinnern? Woher? Die Bilder, die wären noch schön für Ihre Praxis, oder? Ja. Wissen Sie was? Ich schenke Ihnen eins. Wow. Wieder besser? So wie vorhin, so hat Kerstin schon lange nicht mehr gelacht. Im Grunde nicht mehr seit... Dieser Typ, in den Kerstin sich verliebt, Johanna sich verliebt hat. Gregor. Ist in Ordnung. Wer sagt mir eigentlich, dass das hier nicht alles ein abgekartetes Spiel ist? Und dass Ihre Diagnose stimmt? Ich habe dazu nämlich gerade mal eine Meinung. Und das ist nicht die eines Psychiaters, sondern Ihre. Ich kann Sie verstehen. Gerade einen Moment. Ihre Frau, also Frau Rensing, hat sie gemalt? Kann sie malen? Nein, kann sie nicht. Frau Hofer kann malen. Ach Gott, ist das alles ein Albtraum. Die Verspätung. Ich habe gerade noch einen komplizierten Fall in der Backe. Zumindest bei dir hat sich nichts geändert. Nein. Schön, dass du da bist. Na dann los. Frau Meierling. Dr. Gruber, schön, Sie wiederzusehen. Geht mir nicht anders. Bitte, nehmen wir doch Platz. Und wo ist jetzt das Kontrollgremium? Ich habe eben einen Anruf von der Zentrale bekommen. Der Besuch von Herrn Hausmann wurde abgesagt. Aber ist doch ein gutes Zeichen, oder? Die Zentrale hat entschieden, dass sie die Krankenhausakte von Herrn Distelmeier öffnen lassen will, per richterlicher Verfügung.
Aber es gibt zwar die Aussage von Dr. Gruber über die angebliche Nüchternheit ihres Vaters, aber das reicht den obersten Schadensregulierern offenbar nicht. Sie wollen es schwarz auf weiß in einem Laborbericht sehen. Also rein theoretisch, wenn dabei rauskommen würde, dass eine winzige Menge Alkohol in seinem Blut gewesen wäre, was würde das bedeuten? Dann müsste man augenblicklich auf grobe Fahrlässigkeit entscheiden und die Auszahlung des Geldes blockieren. Gibt es denn Grund zur Annahme, dass der Laborbericht anders ausfällt als die Aussage von Dr. Gruber? Nein, die gibt es nicht und ich will jetzt mein Geld. Ich bin es einfach leid, ständig zu warten. Ich werde Sie nämlich verklagen und dann sehen wir uns vor Gericht. Ich bin auf Ihrer Seite, Frau Meierling. Sie sind auf meiner Seite, sicherlich. Wissen Sie was? Sie können mich mal. Anne, bitte beruhig dich. Kommst du? Ich habe es wirklich eben erst erfahren, sonst hätte ich dich vorgewarnt. Wann wollen wir denn die Akte einsehen? Unser Hausjurist hat bereits die entsprechenden Schritte eingeleitet. Normalerweise dauert sowas 24 Stunden. Könnte denn die Akte für Anne gefährlich werden? Martin, wenn deine Aussage nicht stimmt, dann musst du mir das sagen. Ich melde mich. Das ist doch kein Selbstbedienungsladen. Ich kann doch nicht einfach reinmarschen in eine Krankenakte mitnehmen. Besorg sie doch einfach. Das kann doch nicht so schwer sein. Sag mal, willst du es oder kannst du es nicht begreifen, Anne? Eine Krankenakte verschwinden zu lassen, ist eine Straftat. Bist du jetzt der oberste Richter, oder wie? Es reicht doch, wenn lediglich der Laborbericht verschwindet. Aber es gibt nicht nur einen Laborbericht, Anne. Es gibt mehrere Laborberichte. Checkst du es denn nicht? Und die Ärzte, die deinen Vater behandelt haben, nehmen auf diese Laborberichte Bezug. Das ist alles verbunden. Und das ist alles in der Datenbank hinterlegt. Ja gut, gut, dann machen wir es so, wie du es sagst. Wie machen wir es? Wir machen gar nichts. Wir machen gar nichts? Wir machen nichts, weil wir nichts machen können, Anne. Wir machen gar nichts? Verstehst du, was das bedeutet? Die Versicherung wird erfahren, dass mein Vater betrunken war und die wird die Summe nicht auszahlen. Und wenn die Bank davon erfährt, dann wird die Kredite kündigen. Und dann werden sie das Land verkaufen und dann werden die merken, dass es nicht genug wert ist und die wollen das Geld von mir haben, von mir persönlich. Dann bin ich verschuldet bis ans Ende meines Lebens. Ist dir das klar? Das ist ein Plan? Es gibt keinen Plan. Der Plan war, dir zu helfen. Und ich habe für dich eine Falschaussage gemacht. Und mit ein bisschen Glück wären wir sogar durchgekommen. Mit ein bisschen Glück? Es geht hier um meine Existenz. Um meine auch. Du willst mir nicht helfen, ja? Oder bist du einfach so ein Arschloch und ich hab's nicht gemerkt? Ja, vielleicht. Dein Vater hat diesen Stall angezündet. Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen ist, dass er seine Zigarillos mit hat und seine Streichhölzer. Und was wir beide wissen, im Gegensatz zu all den anderen, ist, dass er betrunken war. Mein Vater ist aber tot und ich lebe. Also hilf mir doch bitte. Es ist doch keine so große Sache. Doch, Anne. Das ist eine richtig große Sache. Hilf mir doch bitte. Denk wenigstens drüber nach. Gregor hat gerade angerufen. Johanna Hofer ist bewusstlos zusammengebrochen. Die Rettungswagen sind bereits alarmiert. Martin, CRP sprunghaft angestiegen, Fieber bei 39,4. Die Hämolyse ist im vollen Gange. Wie lange haben wir noch? Keine 12 Stunden. Dann setzen die ersten Organe aus. Und jetzt? Ja. Du hattest doch die Idee gehabt, dass die Immunstörung nur bei Frau Hofer ausgebrochen ist. Naja, und nicht bei Forensing, ja. Ja, weil es zu einer Veränderung des Blutbildes gekommen sein könnte durch den Persönlichkeitswechsel. Ja. Wir konnten die Immunstörung nicht abklären und es gibt kein Gegenmittel. Sie wird sterben. Es sei denn, ihr Körper würde sich selbst heilen, wenn sie mit der Frau Rensing ist. Ja. Wenn sie stabil bleibt und sich nicht allzu sehr aufregt bei dem Switch. Genau.
Dann nennt man das Ganze wohl alternativlos. Wir müssen es riskieren, Alexander. Wir müssen es riskieren. Wir geben mir Immunozol, Maximaldosis per Infusion 0,1 Milligramm Adrenalin und dann ein Polycortisol. Und dann machen wir uns den Transport fix, so schnell wie es geht. Alles klar. Was sagen die Ärzte? Wie geht es Ihnen? Entschuldigung, wer sind Sie? Fragen Sie mich das jetzt ernsthaft? Das da ist meine Frau. Kann jetzt bitte irgendjemand dieses Theater beenden und ihm sagen, was hier gespielt wird? Kommen Sie bitte mit. Wir haben etwas zu besprechen. Martin, was ist hier los? Wieso sagt der Johanna, wer seine Frau? Weil es seine Frau ist. Nicht sein. Ich habe das doch nicht geträumt. Johanna und ich, das. Wir haben geredet, gelacht. Und ihre Bilder. Das hast du auch selbst gesehen. Das war doch jetzt keine Einbildung. Das geht so nicht. So, Gregor. Frau Rensing hat durch den Tod ihres Sohnes ein schweres Trauma erlitten. Sie hat versucht, diese Tragödie zu verdrängen. Darüber ist ihre Seele zerbrochen. Und jetzt passiert ein ganz komplexer psychischer Vorgang. Aus Frau Rensing wird Frau Hofer. Sie hat sich quasi neu erfunden. Als eine lebenslustige, unternehmungsfreudige, kinderlose Frau, die bereit ist, sich Hals über Kopf zu verlieben. Verstehst du? Aber jetzt, im Moment, jetzt ist sie doch Johanna, richtig? Ist sie Frau Hofer, genau. Und Johanna Hofer geht es richtig schlecht. Und wenn wir nichts dagegen unternehmen, wird sie sterben. Was willst du machen? Wir müssen zusehen, dass sie so schnell wie möglich wieder die Person ist, die sie in Wahrheit ist. So schnell wie möglich. Nee, das will ich nicht. Das will ich nicht, Gregor. Willst du, dass sie stirbt? Natürlich nicht. Wenn Johanna, wenn die jetzt wieder diese Frau Rensing ist, wird sie sich dann an mich erinnern? Vermutlich nicht. Aber sie wird leben. Und zwar als die Person, die sie in Wahrheit ist. Gregor, es gibt keine andere Möglichkeit. Kann ich mich noch von ihr verabschieden? Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die uns noch bleibt, dann stimme ich einem Transport natürlich zu. Ich kümmere mich drum. Und Sie glauben, dass Sie sich bei uns zu Hause an alles erinnern? Herr Rensing, ich habe noch mal Rücksprache gehalten mit dem diensthabenden Psychiater. Da wir keine Zeit verlieren dürfen, macht es am meisten Sinn, wenn wir Ihre Frau dahin zurückbringen, wo sie naturgemäß die meisten Erinnerungen hat bei sich zu Hause. Wir werden noch jemand mitnehmen vom psychiatrischen Notdienst, falls wir Unterstützung brauchen. Wenn sie sich erinnert, wird sie dann noch wissen, dass sie mich verlassen hat? Das ist schwer vorherzusagen, aber wenn sie sich erinnert, dann wird sie sich vermutlich vielleicht sogar an alles erinnern.
So, wie geht's Ihnen? Viel besser. Gut, sehen Sie, das kommt von Infusionen, die Sie bekommen haben. Und, das hier soll eine Praxis für Immunologie sein? Kommen Sie. Ah, Privatpraxis. Haben Sie einen Schlüssel? Aber Rensing, das war doch der Name. Haben Sie nicht gestern gesagt, ich sei eigentlich eine gewisse Dr. Rensing? Aber Dr. Gruber, was soll denn das? Ich will das nicht. Ich möchte zu Gregor. Bald. Jetzt gehen wir erstmal rein, okay? Kommen Sie. Hallo, Schatz. Jakob, hatte ich dich nicht gebeten, die Schaukel draußen abzubauen? Wir reden da noch mal drüber. Entweder die Schaukel verschwindet oder ich verschwinde. Such es dir aus. Entschuldigung, was machen Sie hier? Das ist Dr. Gruber, er ist Arzt. Und was machen Sie hier? Ich wollte nach Ihnen sehen. Sie waren vor 4 Wochen in der Klinik zum jährlichen Check-up. Und Ihre Blutwerte waren nicht ganz optimal. Ich erinnere mich. Aber der Check-up war letzte Woche. Und ich bin beschwerdefrei. Sollten Sie das nicht wissen, wenn Sie aus der Klinik sind? Natürlich. Jakob, ich hatte dich auch gebeten, die Bilder wegzuräumen. Ich will sie nicht mehr sehen. Ja. Ich muss aus diesen Lumpen raus. Denk bitte daran, Hofingers kommen um 8. Der Abend, dass die Hofingers zum Essen kamen, das war vor 3 Wochen. 2 Tage später hat sie mich verlassen. Sagen Sie den Sanitäter Bescheid, ja? Frau Rensing? Frau Rensing? Ja, dann haben die Zahlen für dich also Hand und Fuß? Absolut. Die Kredite sind auf mehrere Verträge verteilt mit unterschiedlichen Laufzeiten. Mhm. Also bei den anvisierten Umsatzsteigerungen müsstet ihr eigentlich ziemlich schnell von eurer Zinslast runterkommen. Glaubst du denn an die Umsatzprognosen? Seid ihr gut genug, die Konkurrenz in Schach zu halten? Das immer auf jeden Fall. Na dann, wüsste ich eigentlich nicht, warum es nicht klappen sollte. Trotzdem ein merkwürdiges Gefühl. Zweifel? Na, na. Zweifel, ne? Das ist bloß die Frage, was aus der Mama wird. Ja, ich fürchte, die muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Du, ich fahr jetzt besser wieder rauf und halte Martin den Rücken frei. Die Anne ist in einer ziemlich gefährlichen Stimmung im Moment. Gibst du der Kleinen einen Kuss von mir? Mach ich. Hey, danke dir nochmal. Gerne. Ciao. Okay. Ciao. Und, wie waren die Zahlen? Gut. Ehrlich gesagt sogar sehr gut. Du hättest ihm nichts anderes sagen können, oder?
Lisbeth, ich verstehe ja, dass du verletzt bist und dass du dich übergangen fühlst und so, aber Lanz ist der Vater meiner Tochter. Und wenn er für sich eine berufliche Veränderung richtig findet, dann unterstütze ich ihn noch dabei. Aber ich verstehe nicht, was ist denn eigentlich los? Sie sind kollabiert bei sich zu Hause. Wir haben sie jetzt hier ins Krankenhaus gebracht. Offensichtlich handelt es sich um eine Störung des Immunsystems. Wir arbeiten dran. Sie haben von uns jetzt was zum Schlafen bekommen. Das heißt, ihr Körper kann sich jetzt entspannen und erholen. Ihr Mann möchte sie sehen. Nein. Ich möchte lieber allein sein. Ja, sie ist soweit stabil. Wir haben ihr was zum Einschlafen gegeben, damit sie sich erholen kann. Und der Vergleich der Blutbilder läuft im Labor bereits. Wenn nichts dabei herauskommt, dann müssen wir hoffen, dass sich der Körper von alleine erholt und sich die Immunstörung zurückbildet. Dann hat man Länge bis halt. Wir hoffen, dass wir morgen früh eine gesicherte Prognose haben. Sie haben mir gesagt, dass ich zu ihr will, ja? Natürlich. Und sie hat abgelehnt. Wie ich Kerstin kenne, wird sie morgen früh als erstes nach einem Scheidungsanwalt fragen. Ich lasse mein Handy an, falls irgendwas ist. Ich habe gehört, dass die Rechtsabteilung die richterliche Verfügung prüft, Martin. Ja, die Versicherung möchte einen Einblick in die Akte Distelmeier haben. Ich weiß. Und du bist überhaupt nicht nervös? Warum soll ich nervös sein? Aber Martin, da gibt's Mittel und Wege. Du weißt, wie man so eine Akte wie dir abhanden kommen kann. Bist du irre, Alexander? Wir werden wegen diesem Mist unseren Job riskieren. Ja, aber was soll denn aus Anne werden? Aber Martin, das muss doch niemand erfahren. Vera? Keine guten Nachrichten? Wie es aussieht, liegt's wohl an mir. Das Ergebnis ist eindeutig. Aber Vera, vielleicht sollen wir einfach keine Kinder bekommen. Bist du etwa froh darüber? Ja? Vera. Wie geht es ihr? Ein bisschen besser. Morgen früh wissen wir mehr. Ich wollte die Bilder verbrennen. Ich kann das nicht. Ich würde Johanna wirklich gerne noch mal sehen. Es gibt keine Johanna mehr, Gregor. Servus. Na, habt das fein? Gut. Also ich nehme an, sie hat es dir erzählt. Ja, hat sie. Und was sagst du dazu? Ich habe ihr gesagt, dass ich deine Sicht verstehe. Und du bist der Arzt. Kahnweiler genauso. Wo kommen wir da hin, wenn unsere Ärzte einfach irgendwelche Krankenakten verschwinden lassen? Ganz genau.
und Ende der Diskussion. Das Problem ist bloß... Was? Alles Zukunft, die wäre ruiniert. Ihr Hof ist weg. Sie wird auf einem riesigen Haufen Schulden sitzen bleiben. Wo soll sie denn hin? Und das alles bloß, weil die Versicherung dem Arthur die Schuld an dem Brand in die Schuhe schiebt. Ich verstehe. Ja, dann hat sie dich mal ganz geschmeidig auf ihre Seite gezogen, ne? Wie läuft's mit der Rieke? Gut. Wollt ihr euch weitersehen? Ja. Martin. Wenn du willst, dass die Anne verschwindet hier und möglichst nie wieder eine Rolle in deinem Leben spielt, dann... Ich meine, es ist schließlich bloß die Akte von einem Toten, die dir abhanden kommt, oder? Alexander, guten Morgen. Schieß los. Pass auf, der Vergleich der Blutwerte hat einen Treffer ergeben. Es liegt bei Frau Rensing eine Veränderung der Alpha-Fraktion in den Immunglobulinen vor. Ist aber halb so wild, weil sie durch eine Enzymkette geschützt wird. Und diese besagte Enzymkette... Ist bei Frau Hofer anders. Exakt. Ist doch perfekt. Ja, wunderbar, dann haben wir es doch. Wie geht's ihr denn? CRP normal, Vitalfunktion seit Stunden stabil. Ich denke, sie wird heute das Krankenhaus wieder verlassen. Na, ist doch wunderbar. Wir sollten nur gucken, dass die Enzyme stabil sind. Gibt es einen Modulator, den wir geben können? Gibt es und ist bereits verabreicht, Martin. Die Frau ist gesund und wird gesund bleiben. Ein Psychiater ist auch schon hier, der nur darauf wartet, dass Frau Hansen wieder wach wird, damit er sie betreuen kann. Das ist doch perfekt. Cool. Nur ein Problem, Martin. Herr Büchner ist heute hier im Krankenhaus aufgetaucht. Und er sagt, dass er das Krankenhaus nicht eher verlässt, bis Frau Rensing wieder wach geworden ist. Ja gut, dann soll er einfach bleiben. Ich wollte sowieso noch bei vorbeikommen. Und passt auf, dass er nicht zu ihr geht, ja? Ich kontrolliere das. Alles klar. Alexander, danke. Danke, danke. Martin? Ja? Guten Morgen. Guten Morgen. Musst du schon los? Ja, dringend. Ich dachte, wir könnten heute Abend vielleicht noch mal in Ruhe über alles reden. Ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Hatte ich nie vor. Können wir gerne machen. Gut. Ja, bis dann. Sehr gut. Martin, gut, dass du da bist. Ja, ich rede jetzt. Nein. Frau Rensing ist jetzt wieder Frau Hofer. Ich habe sie geweckt, habe gesagt, guten Morgen, Frau Rensing. Da sagt sie, ich bin Frau Hofer. Fangen Sie mit dem gleichen Quatsch an wie Dr. Gruber, meinte sie. Was sagt der Psychiater dazu? Du sollst dich drum kümmern. Es ist deine Patientin. Psychiater. Ja? Ich sehe, Sie wollen uns wieder verlassen.
Ich bin wieder gesund. Haben Sie es nicht gehört? Ja. Die im Labor haben so ein Alpha-Dings in meinem Blut gefunden und ich habe ein Medikament dagegen bekommen. Ja, das Alpha-Dings ist quasi die Alpha-Fraktion. Das heißt, letztendlich sind Ihre Immunglobuline wieder gestiegen und zum Glück hat das Cortison bei Ihnen gut angeschlagen. Ja, ist das nicht toll? Ja, das ist toll. Sogar sehr toll. Sagen Sie das Letzte, woran Sie sich erinnern können. Was ist denn das? Ein Krankenwagen hat mich von Gregors Hof hierher gebracht. Okay. Ich muss eine ganz schöne Weile weggetreten gewesen sein. Ja. Sagen Sie, könnten Sie mir einen großen Gefallen tun? Würden Sie Gregor benachrichtigen? Der macht sich bestimmt wahnsinnig Sorgen. Herr Linter weiß Bescheid, er sitzt da draußen. Der hat die ganze Zeit hier gewartet. Oh, ich liebe diesen Mann. Gregor? Johanna! Ich bin wieder gesund, wie gesagt. Komm, wir hauen jetzt hier ab. Was für ein Chaos. Wem sagst du das? Sam Alexander? Was ist eigentlich mit Vera in eurem Babythema? Martin, sie ist unfruchtbar. Sie können leider keine Kinder kriegen. Na komm. Ja. Okay, und jetzt? Ja, sag du es mir. Warum sollten wir Johanna aus einem glücklichen Leben reißen? Ich meine, die hat hier alles, was sie braucht. Gregor, es gibt keine Johanna Hofer. Ach ja, richtig. Es gibt ja nur Frau Dr. Rensing, die ihr Leben hasst, die ihren Mann nicht mehr liebt. Gregor, ein Leben mit ihr, was wäre denn das für ein Leben? Dann würdest du mit ihr in einer Lüge leben. In einer Lüge? Also, ich kann hier weit und breit keine Lüge sehen. Ich liebe sie. Und Johanna liebt mich auch. Ich meine, viel echter kann das Leben doch gar nicht sein. Gregor, es gibt keine Johanna Hofer und das weißt du. Einen Scheißdreck weiß ich! Gregor, diese Frau braucht eine Therapie, die wir zu bekommen. Und in dieser Therapie werden wir sie wieder ganz behutsam in ihre alte Persönlichkeit zurückbringen. Wenn das geschehen ist, braucht sie eine weitere Therapie, um den Tod ihres Sohnes zu verarbeiten, warum das Ganze überhaupt entstanden ist. Aber wenn sie dann wieder Johanna Hofer wird, so wie heute Morgen, treffen wir uns dann alle zwei Wochen und haben dasselbe Gespräch? Du warst heute Nacht bei ihr, ne? Ja, ich war da. So. Sie hat dich gehört, sie hat dich gespürt, sie hat dich von mir aus auch gerochen. Und allein das reicht bei einer multiplen Persönlichkeitsstörung schon aus, dass sie wieder diese andere Persönlichkeit wird. Ja, aber Johanna, geht's doch gut. Noch, Gregor, noch. Diese Krankheit zieht quasi nach. Und diese Frau, Johanna Hofer, wird an dieser Krankheit sterben, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Verstehst du das nicht? Das heißt, ich darf sie nie wiedersehen? Da bist du ja wieder. Dr. Gruber war noch mal da. Die sollst du nehmen. Haben die im Krankenhaus wohl vergessen. Echt? Ja. Ist für einen Kreislauf.
Was hast du denn? Krankenwagen wird gleich da sein. Meinst du, sie wird mit ihrem Mann wieder glücklich werden? Ich werde sie vermissen. Nur hier. Können wir mal reden? Na klar, komm rein. Martin, du wirst es nicht glauben. Die Akte Arthur ist verschwunden. Weg. Was? Ja, keiner weiß, wo sie ist. Und dann noch zufälligerweise heute die Datenbank. Abgeschmiert. Nicht die kleinste Information. Was ist los? Im Reinigungsbenzin. Brennt am besten. Sag, bist du bescheuert? Aber wieso, Martin? Du würdest das auch für mich tun. Ich lass dich nicht im Stich. Du nimmst diese Akte und bringst jetzt dahin zurück, wo du sie her hast. Sag, Martin, weißt du, was diese Akte bedeutet? Das ist die Möglichkeit, Anne loszuwerden. Aber das, ich... Überleg dir gut, was du tust. Ich gehe zum Sport. Problemzone. Hast du dich entschieden? Ja. Und? Alexander hat mir die Krankenakte in die Praxis gebracht. Danke, ich wusste, dass du mir hilfst. Was? Ich habe sie zurückgeschickt ins Krankenhaus. Sie zurückgeschickt? Weißt du, was das für mich bedeutet? Ja. Ich habe morgen nichts mehr. Ich kann morgen unter der Brücke schlafen, ja? Ist das das Leben, das du dir vorstellst für mich, oder was? Ich habe mir gar nichts vorgestellt. Ich habe alles für dich getan, immer. Du hast mich vor die Wahl gestellt. Nein. Und ich habe meinen Vater sitzen lassen für dich. Dann das hat er gesoffen nicht. Und jetzt ist er tot. Ja, das du doch nicht immer, hast du damit hierher. Nichts zu tun. Es geht hier um ein kleines Stück Papier. Anne, und das schaffst du nicht. Anne, sag mal, hörst du eigentlich zu, was du da sagst? Es geht nicht mehr nur um dich oder um mich. Wir ziehen hier andere Leute mit rein. Das mache ich nicht. Das werde ich dir nie verzeihen.
Hi. Hey. Lass mich kommen hören. Na, ist alles gut bei euch? Ja, sehr. Cool. Bei dir? Ricky, ich muss dir was sagen. Ich hab dich angelogen. Wegen Anne, dem Protokoll. Mhm. Du hast es gewusst, oder? Ich hab's geahnt. Warum? Ich hab's für Anne getan. Ich wollte ihr helfen. Tut mir leid. Wenn es rauskommt, dass Annes Vater betrunken war, dann wird sie auf einem riesigen Haufen Schulden sitzen bleiben. Ja, genau deswegen. Und mittlerweile denke ich, dass es irgendwie schaffen wird, dass er einen Neuanfang packt. Irgendwann. Ganz bestimmt. Aber erstmal wird sie wohl hierbleiben müssen, oder? Wahrscheinlich, ja. Oh Mann. Auf einmal habe ich wieder einen Sohn unter meinem Dach und du deine Ex-Freundin. Ja. Ich